Der Hansa 1100 ist ein unterschätzter Trendsetter. Ab Ende der 50er Jahre setzte die Kompaktlimousine aus dem Konzern des Automoguls Karl Borgward neue Akzente in der unteren Mittelklasse. Zur Blütezeit des deutschen Wirtschaftswunders strebte auch der Mittelstand nach automobiler Individualität. Als der Hansa 1100 im März 1957 auf dem Genfer Autosalon vorgestellt wird, da hört er noch auf den Namen Goliath 1100. Goliath, das ist die Dreirad- und Lastwagenschmiede des berühmten Unternehmers Karl Borgward, der mit Hansa, Goliath, Borgward und Lloyd insgesamt 4 Autohersteller unter seinen Fittichen hat. Bereits 1928 gründete der Großindustrielle nahe Bremen den Minimalfahrzeughersteller Goliath. Für Kraftfahrzeuge mit unter 200 Kubikzentimetern Hubraum und weniger als 4 Rädern brauchte man damals keinen Führerschein. Goliath blieb dem Dreirad- und Zweitaktkonzept lange treu und baute noch in der Nachkriegszeit Kleintransporter nach dem Schema dieses F400 mit 3 Rädern und lauten, stinkenden und durstigen Zweitaktmotoren. Assoziationen zu einem knatternden Minimaldreirad, das geht natürlich gar nicht. Zumal der 1100 mit den traditionellen Goliath-Werten herzlich wenig zu tun hat. So wird hier zum Beispiel ein nagelneu konstruierter Viertakt-Vierzylindermotor verwendet. Und dass ein Imageproblem auch sehr schnell zu einem Absatzproblem führen kann, das sieht sogar der sturköpfige Karl Borgward ein. Und so reanimiert er kurzerhand die Marke Hansa, die bereits seit Vorkriegszeiten zu seinem Imperium gehört. Und so wird 1958 aus dem Goliath 1100 der Hansa 1100. Auch wenn unser Testwagen nach mehr als 5 Jahrzehnten selbst etwas klappert, seinerzeit ist der Hansa hochmodern. Das voll synchronisierte Vierganggetriebe haben selbst Damenhände locker im Griff. Die antiquierte Krückstockschaltung früherer Modelle weicht 1960 einer Lenkradschaltung. Wahlweise kann sogar die Halbautomatik Saxomat geordert werden. Das Kupplungspedal entfällt. Beim Berühren des Schalthebels kuppelt das Getriebe selbstständig aus und wieder ein. Besonders interessant ist auch die Lage des Motors. Der kauert nämlich längs vor der Vorderachse und drückt die vorderen Reifen fest auf den Asphalt, was für eine beeindruckende Straßenlage sorgt. Und wie ein Dartpfeil schießt er dann geradeaus über die Autobahn. Und dieser hier mit seinen 55 PS mit bis zu 135 km/h. Der Hansa 1100, der punktet nicht nur mit einem Hauch von Sportlichkeit, auch das Thema Sicherheit wurde damals schon groß geschrieben. Und da, wo uns heute unzählige Airbags vor dem Aufprall schützen, da kam damals immerhin schon Schaumstoff zum Einsatz. Zum Beispiel hier bei den Armaturen, aber auch am Dach und an den Holmen. In Sachen Design ist der Hansa 1100 ein typisches Kind der 50er Jahre. Mit den runden Kanten und den flachen Seitenteilen, die typisch sind für die damals gängigen Ponton-Karosserien. Und ein absolutes Must-Have damals waren natürlich die Heckflossen mit integrierten Rückleuchten. Das ist ein Trend, der aus den USA nach Europa geschwappt ist. Also alles in allem muss man sagen, der Hansa 1100 wirklich ein super schicker Mittelklassewagen. Besonders extrovertierte Kunden konnten sogar eine Luxusversion bestellen. Neben einer schicken Zweifarbenlackierung gab es noch mehr Chrom als beim Basis 1100er. Gängigste Modellvariante war diese zweitürige Limousine. Der ebenfalls angebotene Kombi und das Coupé mit abgeflachter Dachpartie haben Seltenheitswert. Für die untere Mittelklasse bietet der Hansa eine exzellente Ausstattung. Handschuhfach und Aschenbecher serienmäßig. Sehr bemerkenswert ist auch das Triebwerk des Hansa 1100. Ein Vierzylinder-Boxermotor mit 1,1 Litern Hubraum und standardmäßigen 40 PS. Diese etwas höher verdichtete Version mit 2 Vergasern bringt sogar auf 55 Pferdestärken in Anbetracht des kleinen Hubraums ein sehr bemerkenswerter Wert. Vor allem, wenn man bedenkt, dass der VW Käfer damals mit gerade mal 34 PS über die Straße krabbelte.
Apropos Käfer, auch hier ein Boxermotor, allerdings nicht Luft, sondern wassergekühlt, was ihn sehr viel leiser macht. Überhaupt wurde er für seine Laufruhe und Elastizität damals sehr gelobt, der Hansa 1100. Vom Goliath bzw. Hansa 1100 wurden zwar knapp 44.000 Exemplare verkauft, aber das reichte nicht aus, um den hohen Entwicklungs- und Produktionskosten standzuhalten. 1961 ging die Borgward-Gruppe pleite und die Produktion dieses schicken Mittelklassewagens wurde leider eingestellt. Mit seiner relativ luxuriösen Ausstattung, hoher Sicherheit, fortschrittlichen Technik und guten Fahrleistungen wäre der Hansa 1100 heute wahrscheinlich ziemlich angesagt. Schließlich ist Individualität heute Trumpf und jede noch so kleine Nische wird besetzt. Zu Karl Borgwards Zeiten war das leider noch ein bisschen anders. Aber als Urahn exklusiver Klein- und Mittelklasse-Autos für eine anspruchsvolle Klientel ist der Hansa 1100 definitiv ein Meilenstein der Automobilgeschichte.